Einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder. Nach einer verlängerten Sommerpause ist Luftretter TV zurück. Und ich freue mich ganz besonders, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Konstantin Muffert. Ich bin Teil des Presseteams. Weil heute haben wir nicht nur ein, nicht nur zwei, nein, wir haben sogar vier Gäste, die ich euch jetzt alle vorstellen möchte. Da haben wir nämlich einmal Felix und seine Mama, die Nadja aus Hannover. Dann Pia aus Wein in der Oberpfalz. Und in Greifswald begrüße ich ganz herzlich die Alessia, unsere Hems-TC auf dem Christoph 47. So, wie immer, oder wer heute das erste Mal zuschaut, ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die ganze Sache ist also interaktiv. Und zur Reihenfolge. Es haben heute im Laufe des Tages wieder einige von euch Fragen gestellt, die in erster Linie an Alessia gehen. Alessia ist so nett, obwohl sie heute Tagdienst hatte, dass sie, ich sag mal, ein bisschen warten wird. Erstmal vielen Dank dafür, Alessia. Weil wir nämlich heute mit dem jüngsten Gast hier anfangen, Felix. Felix, du bist ja vor ein paar Wochen in Hannover gewesen und hast Christoph Niedersachsen besucht. Und das Richtig. kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Deine Freunde und du, ihr habt 250 € gesammelt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich bin auf die Idee gekommen, dass wir das halt sammeln mit meinen Freunden, weil ich finde es einfach wichtig, dass die Leute, die Hilfe benötigen, auch die Hilfe bekommen. Das heißt, dass wenn ich euch das jetzt das Geld überreiche, damit ihr damit auch die Geräte auch dann bezahlen könnt, die ihr für den Einsatz auch mal benötigen wird. Und dass ich damit auch den Menschen helfe, das ist mir auch einfach sehr wichtig, dass die halt, wie gesagt, die Leute, die Hilfe brauchen, auch die Hilfe bekommen. Also vielen, vielen Dank, kann ich da nur sagen. Netterweise hast du uns ein paar Fotos zur Verfügung gestellt. Du hast nämlich den Stationsleiter in Andreas Schwind treffen können. Sag mal hier, was hat dir der Andreas da erzählt und erklärt? Also das war, als ich da an der Station war, auf diesem Computer konnte man sehen, einen besonderen Umkreis, also ich glaube ganz Europa, konnte man die Stationen sehen, wo welche verteilt waren und wann und ob sie gerade in Dienst waren oder nicht. Also das heißt, wenn die Stationen grün waren, also mit einem grünen Label, dann war das, dass sie halt sozusagen einfach gar nicht fliegen mussten, also keinen Einsatz. Wenn es orange wurde, heißt das, der Patient ist sicher abgesetzt und geht jetzt ins Krankenhaus. Und rot ist, wenn sie jetzt auf den Weg zum Fall sind, also zum Alles Vorfall. klar, guck mal, und du durftest sogar das hier aufsetzen. Was Oh ja. hast denn, was ist denn da auf dem Helm drauf? Das auf dem Helm sieht erstmal ganz witzig aus, aber Ja, finde ich es ist auch. eigentlich lustig. Also es ist lustig und cool zugleich. Das, was man da oben sieht, klappt man runter. Das ist auch ein Nachtsichtgerät für die Piloten, die dann, wenn sie halt in der Nacht fliegen, auch besser sehen können. Also wo sie landen und halt, dass sie nicht irgendwie zwischen Felsen jetzt irgendwie enge Sache machen. Da fällt mir gerade ein, Alessia, ihr fliegt ja seit vergangenem August, also August vergangenen Jahres, muss man auch korrekterweise sagen, in Greifswald auch 24/7. Hast du als Hems-TC eigentlich auch ein Nachtsichtgerät auf? Nee, wir tragen keine Nachtsichtgeräte, das ist ausschließlich für die Piloten. Aber wir haben natürlich auch mal durchgeguckt und gerade in der Anfangsphase gibt es auch Möglichkeiten, dass man, dass der Hems-TC da mal eine auf hat in den Einsätzen. Aber an sich haben das nur die Piloten. Ja, guck mal, und sag mal, hier haben wir ja noch ein Foto. Was hast du dem Andreas da überreicht? Also in diesem Brief ist das Geld mit einem, also in diesem Umschlag ist das Geld mit einem Brief, wo drin
steht halt, mit wem ich das alles gesammelt habe und warum nochmal ich das für nötig halte oder warum ich das machen wollte. Wow. Sag mal, und hat der Andreas sich denn auch mal in den Helikopter reinsetzen können oder ging das nicht aus Sicherheit? Das ging leider nicht, weil man brauchte irgendwelche Flugerlaubnis oder sowas. Das ging gerade nicht. Ne? Das ging gerade nicht, auch wenn man dann auch einen Einsatz hätte, dann dauert das auch erstmal, bis wir wieder rauskommen und dann uns alles wieder in Ordnung. Mhm. Sag mal, und war das denn auch Thema in der Schule? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren für die DRF-Luftrettung und mit der Luftrettung hatte ich früher gar nicht so viel zu tun. Also das heißt, ich wusste auch gar nicht, wie das all das funktioniert. Woher wusstest du denn von uns? Ich wusste davon, dass weil wegen meiner Mama, weil sie ist, wie nennt man das nochmal? Mitglied auch, ja. Also sie ist Mitglied und durch sie spendet halt auch für die DRF und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, das dann auch zu machen. Großartig. Vielen, vielen Dank. Sag mal, deine Freunde in der Schule, du hast da ja auch was richtig Cooles an, ne? Kannst du dir noch mal kurz zeigen? Mensch! Toll! Siehst du den auch aus, den Hoodie? Nee, ne? Nicht mehr. Alles klar. Sag mal, wenn man jetzt in so jungen Jahren sich schon solche Gedanken darüber macht, wie man anderen Menschen helfen kann, würde es mich jetzt nicht überraschen, das ist jetzt nicht abgesprochen, weißt du schon, was du später vielleicht mal machen möchtest, auch wenn sich das natürlich im Laufe der Zeit noch ändern kann? Es kommt halt immer drauf an, aber ich würde gerne für die Luftrettung mal auch was machen. Arzt müsste ich jetzt nicht unbedingt werden, aber Pilot gerne, nehme ich an. Und ich könnte vielleicht Designer oder Techniker sein, der halt Hubschrauber designt und die ganzen Teile dann zusammen bastelt. Und ja, wenn du das machst, wird das ja nicht schaden, wenn du auch fliegen kannst, ne? Also ich weiß ja nicht, ob der Andreas dir verraten hat, dass die DRF Luftrettung ab nächsten Jahr auch eine Pilotenausbildung anbietet. Da kannst du dir ja mal Gedanken machen, aber du hast ja noch ein bisschen Zeit. Na, wunderbar. Toll, Felix, vielen, vielen Dank und danke auch an deine Mama, an Nadja, dass sie das erlaubt, ne? Für all diejenigen, die sich jetzt die Frage stellen, warum sitzt hier ein 9-Jähriger mit vor der Kamera, genau aus den Gründen, weil wir dieses Engagement so toll finden und haben relativ kurzfristig angefragt, ob du mitmachst. Oh, ein Patch hast du auch gekriegt? Mensch, coole Sache. Stolz. Felix, und falls du bist so nett und bleibst noch ein bisschen bei uns, falls du noch eine Frage hast an Pia oder an Alessia, ne, dann meldest du dich. Gucken mal. Hier haben wir eine Info bekommen von Felix. Felix, danke dafür. Ich kann mich immer nur wieder bedanken, dass ihr mich geflogen habt. Deswegen habe ich ja auch lange als Promoter für euch gearbeitet. Vielen Dank, Felix. Und an all die da draußen, sei nochmal gesagt, die Fragen schon heute Morgen zum Beispiel via Instagram eingereicht haben wir nicht vergessen, werden wir nachher im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall versuchen zu beantworten. Damit kommen wir in die Oberpfalz zu Pia. Pia, der 19. Juni vergangenen Jahres war für dich alles andere als schön. Du warst auf dem Weg zu in der zweiten Abschlussprüfung. Und dann ist was passiert? Ja, ich hatte einen ziemlich schweren Autounfall. Mir ist vom Gegenverkehr Autofahrer frontal reingefahren. Also wir waren auf der Landstraße unterwegs. Wir hatten beide 80. Also das war schon eine gewaltige Kraft, die da im Einsatz dann war. Ja, und mich durfte eben die DRF-Luftrettung dann ins Krankenhaus transportieren.
Hast du das denn, also auch da sei gesagt, erstmal vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Du hast dich nämlich dann bei uns gemeldet und hast dich dann auch bereit erklärt. Es geht ja heute Abend auch um unser Team 1 Million plus. Ne? Du hast dich bereit erklärt, mit uns nochmal zu sprechen. Es gibt ein schönes Video über deine Geschichte. Das können wir nachher auch alles noch finden. Aber wie geht's dir heute? Dir geht's hoffentlich gut. Ja, also mir geht's sehr gut mittlerweile. Es war ein langer, steiniger Weg bis dahin. Und ich habe wirklich sehr viel Unterstützung von ganz vielen Freunden, Familie und Verwandtschaft bekommen. Also ohne die hätte ich das auch gar nicht geschafft. Aber ich muss sagen, mir geht's jetzt echt richtig gut wieder. Körperlich sowie auch psychisch. Sag mal, und Alessia, es kommt ja nicht so oft vor, dass ehemalige Patientinnen oder Patienten sich melden. Gibt es jetzt noch eine schöne Geschichte aus Greifswald, die, das ist jetzt alles hier überhaupt nicht durchgescriptet, die dir spontan einfällt, wo du sagst, da kann ich auch noch was zu beisteuern? Tatsächlich so, an die Station ist, also... Wie ich das mitgekriegt habe, noch keiner gekommen, aber wir haben immer mal so Dankeschöns gekriegt, als wir direkt vor Ort waren zum Beispiel und die gesehen haben, dass wir da gelandet sind und dann sind sie mit einer Tüte Kaffee zum Beispiel vorbeigekommen und haben sich bedankt und da freut man sich natürlich nochmal ganz besonders drüber. Wunderbar. Pia, sag mal, wie hat man sich das vorzustellen? Felix hat dich vorhin auch gefragt, bekommt man mit im Laufe, sag ich mal, dieses Unfallgeschehens, was dann mit einem passiert? Wie war das für dich? Also ich habe ja zu meinen ganzen Ersthelfern und Versorger und Rettern ja Kontakt aufgenommen und die Erfahrung von denen war, nach so einem Unfall, so heftig wie er war, haben die meisten eigentlich wenig Erinnerung. Also es ist anscheinend sehr außergewöhnlich, dass man so viel mitbekommt, wie ich jetzt mitgekriegt habe. Ja, also es ist ganz komisch, vor allem, sage ich mal, wenn man dann mal auf Schmerzmittel ist, weil das habe ich ganz dringend gebraucht und du liegst halt auf dieser Liege drauf und kannst dich halt nicht bewegen wegen den Sicherheitsmaßnahmen, die man dann bekommt. Man sieht halt eigentlich nur den Himmel und man kriegt eigentlich nicht wirklich mit, was mit einem gemacht wird. Man sieht zwar einige Hände, einige Personen, einige Köpfe, aber das läuft halt ab wie in einem Film. Also man bekommt zwar mit, aber es ist anders, wie wenn man bei vollem Bewusstsein ist. Ja, und wann hast du realisiert, dass du jetzt mit einem Hubschrauber transportiert wirst? Das habe ich eigentlich im RTW, also im Rettungswagen drin, gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe das erst mitbekommen, als sie mich vom Rettungswagen raus transportiert haben und auf der Straße wieder entlang. Und dann habe ich anscheinend irgendwie schon realisiert, dass ich jetzt in den Hubschrauber reinkomme. Denn anscheinend habe ich alle möglichen Personen, die bei mir bei der Rettung dabei waren, gefragt, ob sie mitfliegen wollen. Also ich hätte am liebsten die ganze Mannschaft mitgenommen, weil ich zu so vielen eben dann so eine Bindung aufgebaut habe, weil ja Familienmitglieder leider nicht viel vor Ort sein durften. Und dann haben sie mich eben in den Hubschrauber rein, also sie haben dann gesagt, ich bekomme jetzt erst einmal die Mickey Maus Ohren, das sind praktisch die, für den Gehörschutz praktisch und genau, und dann war das eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich jetzt in den Hubschrauber rein darf. Mhm. Mal in dem Video erzählst du auch sehr beeindruckend, du hattest eine Jeansjacke an, die musste man dir leider zerschneiden, aber die gibt's ja nach wie vor, ne? Die gibt's noch, ja. Also mir wurden ja komplett die Kleidung durchschnitten, also die Jeansjacke, Hose, wirklich alles. Und sagen wir, mit einer Hose kann man nicht mehr viel anfangen, aber die Jeansjacke habe ich dann irgendwie so eine Bindung dazu aufgebaut und da habe ich gesagt, ich nähe die jetzt wieder zusammen.
weil ich möchte die Erinnerungen wieder zusammenflicken und das war dann für mich so eine ganz schöne Möglichkeit. Und dann habe ich Patches gesammelt und habe ich von der Station in Weiden auch ein Patch bekommen. Und so sammle ich halt jetzt halt alles, was irgendwie mit dem Unfall oder mit der Zukunft zu tun hat und das wird da drauf genäht. Mhm. Beeindruckend fand ich auch, dass du sagst, wenn du den Hubschrauber hörst, denkst du immer noch an deine Geschichte. Das klingt jetzt eher so ein bisschen negativ, ja. Aber für dich ist das okay, ne? Ja, also am Anfang vor dem Unfall, natürlich, wenn man Hubschrauber hört, ist man erstmal neugierig, was passiert ist oder was los ist. Nach dem Unfall hat mich das immer total an meinen Unfall erinnert. Ich habe dann immer so Erinnerungen, die hochgekommen sind. Und es waren ja in dem Moment keine schönen Erinnerungen. Mhm. Und im Moment ist es so, wenn ich einen Hubschrauber höre, da habe ich ganz liebe Worte dann von der Station in Weiden bekommen, dass ja nicht immer alles unglaublich schlimm sein muss, sondern wenn es einfach oft mal schneller geht oder so, oder wenn ein Hubschrauber zur Verfügung steht, dann kommt einer. Und es ist ja Hilfe dann sofort vor Ort und das hat mir dann ein bisschen Mut zugesprochen. Hm. Ja, so vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Was mich noch interessieren würde, ist, wie oft musstest du dir jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis schon die Geschichte erzählen nach dem Motto, sind die denn bei der DRF-Luftrettung wirklich so nett, wie du das da im Video erzählst? Also ich kann das ja wirklich nur bestätigen. Absolut positiver Eindruck von egal von wem, also sowie von euch vom Presseteam, sowie auch von der Station Weiden. Und ich denke mal, dass das bei den anderen Stationen genauso ist. Natürlich sind sehr viele Fragen gekommen und haben auch ganz viele gesagt, oh, wie kommst du denn da dazu? Das ist ja richtig cool. Und ja, genau. Die sind gut. Ja, vielen, vielen Dank. Hier kam gerade eine Frage an dich rein. Selbstverständlich ist es nicht, dass du dich meldest. Nein, ist es auch nicht. Was hat dich dazu gebracht, Kontakt zu den Rettern aufzubauen? Und ist es nur die DRF oder auch andere, wie zum Beispiel die Feuerwehr? Bevor du das beantwortest, möchte ich einfach nur sagen, und Alessia wird das garantiert auch gleich bestätigen, wir betonen immer wieder, dass Rettung, egal ob mit dem Hubschrauber oder mit dem RTW oder womit auch immer, Teamarbeit ist. Dazu gehört nicht nur der bodengebundene Rettungsdienst, dazu gehören natürlich die Feuerwehren, dazu gehört die Polizei, dazu gehört aber vielleicht auch ein ziviler Ersthelfer, die oder der ganz couragiert die Erstversorgung mit übernimmt. Oder, Felix, habt ihr eigentlich in der Schule schon mal über die Nummer 112 gesprochen, welche Bedeutung die hat? Ja, ja? Ganz oft in der Klasse hatten wir sogar ein ganzes Thema daraus, mussten die Telefonnummer auswendig lernen, haben auch sehr viel über die Feuerwehr gelernt und ja. Toll. Ja, weil selbst ein Kind kann ja unter Umständen alleine nur dadurch, dass man 112 wählt, darauf hinweisen, dass ein anderer Mensch ein Problem hat. Ne? Mhm. Alessia hat gerade die ganze Zeit genickt. Ja. Absolut. Stimmt alles. Vielen Dank für die nonverbale Zustimmung. Pia, möchtest du auf die Frage noch antworten, was dich bewogen hat? Ich glaube, du hast es eben schon erzählt, aber vielleicht war die Dame noch nicht dabei. Ja, also ich habe zu allen Rettern von meinem Unfall, zu allen Ersthelfern Kontakt aufgenommen und habe mich persönlich bedankt. Also bei der Luftrettung sowie beim Roten Kreuz, also bei jedem. Ich habe dann ausfindig gemacht, wer bei mir vor Ort war, dass ich ja persönlich die Leute kennengelernt habe. Und mir war das einfach wichtig, dass ich nochmal, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und bin erst zufrieden, wenn ich alle Details kenne. Und es war einfach unglaublich interessant und einfach auch mit dem Thema in einem gewissen Maße seinen Frieden zu finden, beziehungsweise abschließen zu können, wenn man einfach nochmal eine andere Sicht sieht.
So, und dann bestellen wir nochmal schöne Grüße nach Thüringen, weil Julika hat sie uns auch geschrieben. Das können wir bestätigen, was Pia sagt. Wir haben von Christoph Thüringen gesagt bekommen, dass schnell alle Zahnräder drehen. Also sprich, dass alles ineinander greift. Vielen Dank, Julika. Und falls noch jemand eine Frage an Pia hat, wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, in die Kommentare reinzuschreiben. Jetzt gibt es aber, wir wandern nach Greifswald, eine Frage an Alessia. Wie ist die Umgewöhnung von Normalzeit auf Schichtarbeit? Oh ja. Normalzeit, also tatsächlich muss ich sagen, ich habe immer mit Schichtarbeit zu tun gehabt, weil ich halt sofort nach der Schule angefangen habe, im Rettungsdienst zu arbeiten. Von daher kann ich gar nicht sagen, wie es ist, normal, also von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten. Aber so von frei auf 12 Stunden arbeiten, man fällt einfach tot ins Bett abends manchmal. Und muss halt darauf achten, dass man viel schlafen kann. Bevor wir online gegangen sind, hast du uns schon verraten, wie viele Einsätze ihr heute geflogen seid. Es waren fünf, ne? Wow. Ja. 5 Einsätze und dann ab Nachmittag war das Wetter aber so schlecht, dass wir dann doch nicht mehr weiterfliegen konnten. So, guck mal, hier kommen jetzt die Fragen rein. Space Max möchte wissen, wie lange fliegt Alessia schon auf einem Rettungshubschrauber? Ja, ich habe 2019 damit angefangen, im Juni, also im Sommer. Und vorher bin ich aber auch Rettungsdienst, da bin ich gefahren. Das heißt, auf dem Rettungswagen, auf dem NEF. Das habe ich vorher gemacht. Mal, auch schon vor Corona wurde über Berufe, ich nenne das jetzt im weitesten Sinne, im Pflegebereich ja, sag ich mal, viel diskutiert. Gab es für dich eigentlich, sag ich mal, so einen ausschlaggebenden Grund, warum du gesagt hast, ich werde Notfallsanitäterin, ich strebe diesen Job an? Das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe damals auch, als ich noch in der Schule war, zum Beispiel im Schulsanitätsdienst, das fand ich schon immer ganz toll. Und von daher war das immer so ein Punkt, der mich schon interessiert hat. Und dann nach dem Abitur habe ich mir überlegt, was mache ich? Und da war noch der Gedanke, dass ich irgendwie dann doch Medizin studiere, da. Habe aber gesagt, ich will erstmal eine Ausbildung machen. Und da war der Rettungsdienst einfach so, dass Nonplusultra für mich. Und dann habe ich mich beworben für die Ausbildung. Es hat auch gleich geklappt. Und ich bin da geblieben, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht in der Rettung. Schön. Vielen Dank. Welche Fragen immer wieder kommen, und das ist ja auch völlig legitim und okay und gut so. Claudia möchte gerne wissen, wie kann man denn Teammitglied werden? Was sind die Voraussetzungen? Also du bist ja jetzt MCC auf dem Christoph 47 in Greifswald. Was musstest du tun, um bei der DRF Luftrettung anfangen zu können? Naja, die DRF oder an sich die Luftrettung ist halt so, dass sie schon eine gewisse Berufserfahrung voraussetzt. Das heißt, ich habe vorher im Rettungsdienst lange gearbeitet und dann habe ich ein paar Kurse besucht, die gerade für Notfalltransporte wie Intensivgeschichten, da habe ich mich weitergebildet. Das ist auch das, was gerne oder was gebraucht wird auf dem Hubschrauber. Und das sind so Voraussetzungen, die gewünscht werden. Und dann habe ich mich beworben und war einfach so mutig, habe das getan. Und das hat dann auch nachher geklappt. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach die Teamarbeit, dass man gut teamfähig ist. Das ist so das Wichtigste von allem, glaube ich. Okay, das ist ja, sage ich mal, schon mal eine Eigenschaft. Also man darf jetzt nicht der stumme Fisch sein, der nur spricht, wenn man angesprochen wird, ne? Nee, sollte man nicht. Aber da ist man im Rettungsdienst sowieso ganz falsch. Also insgesamt. Ja, wird da viel gesabbelt, wie der Norddeutsche sagt? Ja, da wird viel gesabbelt. Felix, hast du einen Lieblingswitz?
Nee? Kannst du mal kurz überlegen. Felix hat mir nämlich gerade geschrieben, Alessia, er würde gerne von dir wissen, ob du auch schon mal nachts geflogen bist. Genau, ich mache auch Nachtdienste. Wir tauschen immer zwischen Tag- und Nachtdienste und bin ich auch schon geflogen. Ja. Wo tankt man denn eigentlich beim Hubschrauber? Wir tanken bei uns auf der Station. Die meisten Stationen der DRF haben ihre eigene Tankstelle an ihren Stationen oder manche sind ja auch an Flugplätzen, so wie in Hannover zum Beispiel. Und wir können aber auch auf Flugplätzen tanken. Mhm. Da haben wir die Erlaubnis gekriegt. Und an welcher Stelle? Also wo öffnet man irgendwie so den Tank, dass man halt das... Es ist ungefähr wie beim Auto. Der ist so ein bisschen weit hinten, weiter hinten und da sitzt dann, genau, ungefähr da. Und da hält man auch so einen Tankrüssel rein, wie beim Auto tanken. Ja. Felix, darfst du samstags abends, also so um 17:30 außer der Sportschau noch andere Sendungen gucken? Doch. Ja? Mhm. So, dann kannst du ja jetzt schon mal wie alle anderen 2,1 Millionen Menschen, die uns gerade zugucken, Scherz, dir einen Termin merken. Ab dem 20. November kannst du zum Beispiel auch Alessia im Fernsehen sehen, nämlich bei RTL Nitro. Und da wird tatsächlich auch mal gezeigt, an welcher Stelle und wie der Hubschrauber betankt wird. Genau, das sieht man dann. Und ja, Alessia hat ganz viele tolle Kollegen, aber einen, den grüßen wir jetzt an der Stelle ganz besonders, das ist nämlich der Bernd, der Stationsleiter, der ist auch in der Sendung zu sehen. Aber darüber hinaus auch noch andere Kollegen aus Greifswald, aus Freiburg und aus der Werft. So. Schön. Und an dieser Stelle, falls ihr uns zuguckt, ganz liebe Grüße an die Lucia, die wäre heute Abend auch gerne dabei gewesen. Die hat aber Berufsschule, die macht nämlich eine Ausbildung in der Werft und die hat gerade kein WLAN, sonst wäre die nämlich auch mit dabei. So, Pia, bevor du mit mir hier wegnickst, es gibt eine Frage an dich. Bist du im Ehrenamt oder Ähnliches? Was kannst du aus deinen Erfahrungen durch dein eigenes Schicksal mitnehmen? Gibt es Anreiz, irgendwas wiederzugeben, also wiedergeben, wie zum Beispiel ehrenamtliches Engagement. Liebe Grüße, Thomas. Ja, das ist eine ganz schöne Frage, denn ich bin jetzt auch seit ein paar Wochen, Monate, also auf jeden Fall noch nicht lange im Ehrenamt tätig und ich bin jetzt nämlich auch zum Roten Kreuz gegangen. Da ist nämlich bei uns in der Nähe eine Station und da habe ich jetzt mit meiner Grundausbildung zur Sanitäterin angefangen, natürlich alles ehrenamtlich nebenbei und genau, da werde ich jetzt auch soweit weitermachen, dann geht nach der Prüfung auch der Fachlehrgang zur Fachsanitäterin, glaube ich, ist es dann und gegebenenfalls, wenn es die Zeit hergibt, auch noch den Rettungssanitäter. Denn ich möchte nämlich das Ganze dann eventuell auch in der Firma, in der ich im Moment arbeite, gegebenenfalls dann auch voranbringen. Das heißt, als Betriebssanitäterin oder als Ersthelferin vor Ort sein. Und dann halt dementsprechend, wenn einmal Not am Mann auf der Straße wo ist, wenn es darauf ankommt, halt diejenige sein, die sagt, okay, ich weiß, was man tun muss. Also Thomas, jetzt vielen Dank an dich, ne? Das hat die Pia mir nicht verraten. Echt? Also, Chapeau, Pia, wirklich. Da bin ich jetzt fast sprachlos und finde ich ganz großartig. Wir haben, was ich ja schon mehrfach gesagt habe, heute auch noch ein paar allgemeine Fragen bekommen. Ich werde nachher noch mal auf unsere Homepage verweisen. Alessia, eine Frage an dich. Die Frage kommt eigentlich auch immer wieder. Fliegst du eigentlich auch an anderen Stationen? Ja, also meine Heimatstation ist die Station Greifswald. Aber wir helfen auch mal auf anderen Stationen aus, wenn es da Krankheitsfälle gibt.
Wir haben sozusagen Bereitschaftstage, die sind fest im Dienstplan drin. Aber es kann halt auch mal vorkommen, dass man so mal aushelfen muss. Aber an sich ist meine Station Greifswald und ab und an komme ich auch mal auf andere Stationen. In Hannover bin ich zum Beispiel auch schon geflogen. Wow, guck mal, da können wir ja hervorragend anschließen. Da gibt es nämlich eine Frage, ob du ein Lieblingsmodell hast. Also ich bin tatsächlich nur mit der EC-145 geflogen und die H-145. Und also die neue Maschine ist einfach wirklich für unseren Gebrauch einfach sehr, sehr gut. Die ist zuverlässig, die hat gut Leistung für das, was wir da tagtäglich machen. Von daher ist die H-145 da echt wirklich gut. Die anderen, zu den anderen kann ich leider nichts sagen. Vielen Dank dafür. Blaue Licht 0228, ist das zufällig jemand aus Bonn? Wie viel Zeit vergeht zwischen Alarmierung und Abflug? So schnell wie es geht. Wir haben 2 Minuten tagsüber und die versuchen wir einzuhalten. 2 Minuten? Genau. Nachts ist natürlich länger, da wir da die Maschine oft im Hangar drin haben. Da ist das dann sozusagen auch die Leitstelle weiß auch Bescheid, dass wir da länger brauchen. Mhm. Maschine raus, dann rein und dann sind es so 10 bis 15 Minuten. Mal Felix, weißt du, wie so eine Maschine aus dem Hangar raus wird die geschoben? Hat die eigentlich Räder unten dran? Du weißt, wie ist es, ne? Wie kommt sie denn aus dem Hangar? Also. Wenn du es nicht weißt, ist ja nicht schlimm. Dann sagst du einfach, weiß ich nicht. Ich vermute mal, auf dieser so einer Art Plattform ist er dann drauf und auf dieser Plattform auch sind dann Rollen befestigt, damit man das nicht schieben muss, weil schieben wäre ja auch zu schwer. Meinst du? Meinst du nicht, dass die Piloten alle ganz stark sind? So wieder mal nicht, ne? Nee, Alessia, wie ist das in Greifswald? Weil das ist nicht an jeder Station gleich. Genau, das ist unterschiedlich. Also wir haben, wobei die natürlich schon auf den Plattformen stehen, das ist richtig. Aber die manche werden tatsächlich mit solchen Rollen rausgeschoben. Und wir haben zum Beispiel aber ein Schienensystem. Mhm. Das heißt, es geht wirklich nur in eine Richtung und dann ist es fest platziert und da kann man nicht so viel machen dann. Mhm. Und manche haben so einen Helilifter. Das ist wie so ein bisschen wie ein Gabelstapler. Ja, kann man sich das vorstellen, der diese ganze Plattform dann dahin schiebt, wo sie hingehört. Ja, den fotografiere ich das nächste Mal. Das haben die zum Beispiel in Freiburg mit einer Fernsteuerung. Felix, das macht bestimmt ganz viel Spaß. Da kannst du den Hubschrauber durch die Gegend fahren. Wie so ein Modellbauauto. Mhm. Nein, aber da muss man natürlich ganz vorsichtig mit sein. Alessia, ich weiß das leider nicht. Felix hat eben gefragt, wie schwer eure H-145 ist. Hast du das im Kopf? Schwer. Nee, ich würde jetzt lügen. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Hm. Ich kann meine Kunden vielleicht fragen, die da. Ja. Linus möchte gerne wissen, ob man bei euch spotten darf. Ja, also wir verbieten darf man das ja nicht. Ist im Moment so, dass man auf die Uni Greifswald nicht rauf darf, aufs Gelände durch Corona. Das heißt, von Weitem ist das möglich, aber aufs Gelände ist gerade sehr schwierig. Felix, hast du eine Ahnung, was Spotten ist? Naja, vielleicht so halt tracken. Halt so herausfinden, wo diese Station ist. Ja, dass die Helispotter, die haben meistens also Fotoapparate mit so langen Objektiven, ne? Weil die machen Fotos von den Hubschraubern. Genau. Es gibt noch eine Frage an dich, Alessia, und zwar möchte Wave wissen, wie lange du vorher im Rettungsdienst gearbeitet hast, bevor du zu uns gekommen bist. Mhm. Ich habe vorher, ich muss mal kurz zählen.
7,5 Jahre habe ich davor im bodengebundenen Rettungsdienst gearbeitet. Ich habe den Werdegang als Rettungssanitäterin angefangen. Damals gab es dann noch den Rettungsassistenten und danach noch den Notfallsanitäter. Ja, und dann noch den MCC sozusagen hinterher. Okay. So, jetzt gucken wir mal gerade. Also, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, hier gibt es noch eine Alessia. Zu welchen Einsätzen kommt es häufig bei euch in der Region? Das ist unterschiedlich. Tatsächlich ist es so ein bisschen saisonbedingt. Also im Sommer haben wir natürlich sehr viele Verkehrsunfälle, das heißt mit Fahrrädern. Gerade wir haben ja die Insel Rügen, Usedom und der Darß. Und da ist es schon so, dass wir sind halt voll mit Touristen sozusagen. Im Sommer haben wir da sehr, sehr viele Einsätze dort auf den Inseln. Ansonsten ist es aber, wir fliegen für Schlaganfälle, für Herzinfarkte, also da, wo ein Arzt gebraucht wird. Und ganz oft ist es so, dass wir sozusagen von den Inseln abtransportieren, weil der Weg einfach für einen Rettungswagen viel zu lang wäre. Ja. Das fliegen wir sehr oft dann. Schlaganfälle, weil das geht auf Zeit. Und wenn der Rettungswagen 1,5 Stunden braucht, um von der Insel zu kommen, dann brauchen wir halt einfach maximal 20 Minuten. Ne? Nochmal, Pia, hast du auch schon mal in der Ostsee und hast Urlaub gemacht? Als ich ganz jung war, aber schon länger nicht mehr, nein. Wird eine Empfehlung ausgesprochen. Okay. Sehr schön, ja. Ja, manchmal grillen die da sogar, habe ich mir sagen lassen. So, wir wollen ja heute Abend die Zeit nutzen, um auch ein bisschen Werbung zu machen. Felix, was machst du am 20. November ab 17.25 Uhr? Ist jetzt eine Kontrollfrage. Welchen Fernsehsender schaltest du ein? RTL. Nitro, genau. So. So geht das. Alessia, kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal da draußen ein bisschen erzählen, was das Fernsehteam, das euch ja ein bisschen länger begleitet hat, was die so für Einsätze eingefangen haben und wie das für dich war, dass da ständig ein Kameramann dabei war? Die Fernsehleute haben uns insgesamt 8 Tage begleitet, jeweils 4 und es war Anfang und Ende Juni. Und ich würde sagen, da war alles dabei, was man so an Einsätzen kriegen kann, von internistischen Einsätzen bis Traumata, also da haben wir alles mitgenommen, sag ich mal so. Und ja, es ist natürlich nochmal eine Zusatz, ich nenne es Belastung, aber einfach nochmal natürlich, wo man mit aufpassen muss und schauen muss, dass alles klappt mit der Technik und so. Aber wir hatten da ein ganz, ganz tolles Team, was wirklich Spaß gemacht hat. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was dann danach im Endeffekt rauskommt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich lasse mich überraschen. Also ich werde auch am 20. Fernsehen gucken. Also für all diejenigen, die sich jetzt vielleicht völlig zu Recht die Frage stellen, warum macht denn so eine Organisation wie die DRF Luftrettung überhaupt bei so einer Dokumentation mit? Das ist relativ simpel, weil wir natürlich auch auf Öffentlichkeitsarbeit angewiesen sind und weil wir versuchen, den Menschen da draußen zu erklären, was die Kolleginnen und Kollegen an den 29 Stationen, die wir bundesweit haben, machen. Also es ist halt auch wenn es jetzt nach Schule klingt, Felix, es ist halt auch Aufklärungsarbeit. Und das Team, das diese Filme gedreht hat, das sind insgesamt 5 Teile. Die arbeiten schon mehr als 20 Jahre zusammen und machen ganz viele Themen aus dem Bereich Luftfahrt. Ich durfte selber an jeweils 2 Tagen vor Ort sein, in Greifswald und in Freiburg. Und das ist schon
Das ist genau das, was man von den Journalistinnen und Journalisten auch erwarten kann, dass sie nämlich mit der gebotenen Sorgfalt und dem Fingerspitzengefühl agieren. Und es hat nichts mit irgendetwas, sowas wie Vorführen zu tun. Keine Patientin, kein Patient, die nicht zugestimmt haben, werden da zu sehen sein. Und von daher kann ich nur sagen, auch an dieser Stelle, absolute Sehempfehlung. Ich durfte nämlich schon ein bisschen was sehen. Es ist zwar noch nicht, ich habe es nicht in der finalen Version gesehen, aber auch ich freue mich darauf und es wird hoffentlich dazu beitragen, dass, ja, wie gesagt, das Verständnis da draußen einfach ein bisschen größer wird und sich vielleicht ja auch neben Felix und neben Pia und neben Nadja ein paar Menschen dafür interessieren, welche Arbeitsmöglichkeiten es gibt in dem Bereich und wie man uns auch unterstützen kann, denn der Förderverein hat immerhin mehr als 400.000 Zuschauer. Fördermitglieder. So, guck mal, dann kommt gleich die nächste Frage an dich, Alessia. Gibt es bei euch im Team auch hier die Modellpiloten? Oder fliegst du vielleicht selbst ein Modell? Also ich fliege selbst kein Modell und ich glaube, dass unsere Piloten mehr so die großen Geräte fliegen, also die Hubschrauber selber. Das kann ich also nicht sagen, ob da jemand Modellpilot ist. Alles klar. Hier gibt es noch eine Frage in deinem Fachbereich. Fliegen noch Rettungsassistenten oder nur Notfallsanitäter? Im Großen und Ganzen ist es, würde ich sagen, ja, sind es Rettungsassistenten und Notfallsanitäter. Damals oder zu Beginn des Ganzen sind sehr viele Intensivkrankenschwestern und Krankenpfleger mitgeflogen, weil die das besetzt haben. Das ist aber so, dass viele dann auch gleichzeitig noch im Rettungsdienst tätig waren und da dann den Rettungsassistenten gemacht haben. Und das, von daher sind es alles Notfallsanitäter und Rettungsassistenten. Mhm. Vielen Dank, Alessia. Es kamen heute im Laufe des Tages noch weitere grundsätzliche Fragen. Also, wer sich dafür interessiert, für die DRF-Luftrettung tätig werden zu wollen, die ganzen Infos zu den unterschiedlichen Berufsbildern, es gibt ja in Anführungsstrichen nicht nur die Medizin, es gibt nicht nur Pilotinnen und Piloten, sondern es gibt in der Werft auch viele Möglichkeiten technischer Natur. Die aktuellen Stellenausschreibungen und auch Informationen zu den unterschiedlichen Berufsprofilen, die findet ihr auf der Homepage der DRF Luftrettung. Da könnt ihr euch auch durchklicken. Und guck mal, Felix, jetzt kommt noch eine Frage an dich. Ich glaube, die E-Mail hat vorher nicht aufgepasst. Aber vielleicht hast du ja auch schon eine neue Idee innerhalb der letzten 15 Minuten. Kannst du einfach sagen. Ich möchte, also das kann sich ja alles noch ergeben, aber ich habe jetzt einen Plan, zur Luftrettung irgendwann auch gehören. Jetzt ich muss nicht Arzt werden, aber ich könnte Pilot werden auf jeden Fall. Also das nehme ich gerne auch entgegen. Oder ich werde Techniker bei der DRF Luftrettung. Oder, wenn das nicht geht, auch vielleicht Designer. Wow. Und weißt du was, falls ihr euch da draußen jetzt völlig zu Recht fragt, wo kriege ich so einen coolen Hoodie her? Vielleicht designst du ja mit deinen Kumpels auch noch einen coolen Hoodie mit einem coolen Logo, nur für euch Kinder. Wäre doch auch mal was, ne? Ich habe schon einen elektrischen, einen E-Hubschrauber im Plan. Oh, alles klar. Alessia, jetzt möchte noch jemand wissen, ob du auch mal auf dem 43er fliegst. Wenn die mich da brauchen, fliege ich auch auf dem 43er. Alles klar. Okay, also eine Fußball-Halbzeit ist rum.
Wir konnten jetzt nicht alle Fragen beantworten. Diejenigen, die noch Fragen haben, die könnt ihr uns gerne über Facebook, über Instagram, über Twitter oder über per E-Mail schicken. Ja. Merkt euch alle den 20. November, 17.25 Uhr, euer neuer Lieblingssender, Nitro, gehört zur RTL-Familie. Wenn ihr Alessia wiedersehen wollt, die ist mit dabei und andere tolle Leute auch. Genau, Christoph 54 ist auch mit dabei und die Kolleginnen und Kollegen aus der Werft sind dabei. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Du kommst jetzt sicher als erster, Felix, jetzt kommt Pia. Pia, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Nicht nur die aufwendige Videoproduktion hast du mitgemacht, sondern heute Abend hast du dir auch noch Zeit genommen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, unfallfrei und nochmal Hut ab, dass du jetzt die Ausbildung machst, finde ich großartig. Felix, von dir wissen wir, du wirst Designer, designst die neuen Hubschrauber der DRF Luftrettung. Nadja, auch an dich vielen Dank, dass der Felix so lange dabei sein durfte, und Alessia, dir jetzt einen wohlverdienten Feierabend. Danke. Danke für euer Interesse. Früher gab es, Felix, kennst du auch Paulchen Panther? Ja, da hieß es ja immer, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Wir werden hoffentlich auch noch vor dem 20. November den einen oder anderen hier sprechen können, die oder der eben bei der Produktion mit dabei war. Ansonsten sage ich jetzt schönen Abend an euch alle. Bleibt gesund. Euch auch. Gut auf euch auf und eure Lieben. Und danke für euer Interesse. Bleibt gesund, alle. Genau, und jetzt kommt noch ein kleiner Rausschmeißer. Tschüss zusammen.